KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom KinoCast. Heute ein etwas ungewöhnlicher Sonntag, hat die Kate schon gesagt, weil wir nehmen heute schon mal Samstag auf. Ja, müssen wir nachher mal schauen, was das für einen Einfluss hat auf die bisherigen Kinocharts der Woche, aber werden wir sehen. Kommt erst nachher dran. Ja, hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Und von mir auch ein Hallo an euch und alle Hörer hier vom Erik. Und wir haben heute Folgendes im Programm. The Woman King. Ja, lange lebe Wakanda. Dann der... Wenn mir jemand einen Film empfiehlt, wo er sagt, Erik, den musst du sehen, dann folge ich da natürlich sehr gern und checke das mal aus. So wurde ja von dem einen Hörer, nachher werde ich den Namen noch nennen, jetzt habe ich den gerade nicht parat, auf Twitter mir der Film Intergalactic empfohlen auf Netflix. Und den habe ich mir angeschaut, werde ich nachher mal drüber berichten. Im Serienbereich werden wir mal die Serie Dahmer, Monster, die Geschichte von Jeffrey Dahmer vorstellen. Also ich hatte keinen richtigen Bock, mir das anzugucken, aber die Kate hat sich das gegeben. Ich weiß ja, was das für ein perverses Schwein war. Da habe ich irgendwie keine Lust, mir das anzuschauen. Aber mal sehen, was die Kate dazu sagt. Und ich habe mein Steam Deck jetzt endlich erhalten. Da werde ich mal ein bisschen was drüber erzählen. Ja, das war es eigentlich dann schon für heute. Mal gucken, aber was noch so... Bis nächste Woche. Achso, ach so, ja. Ja, mach's gut. Tschüss. Musiktipps noch. Chris, The Woman King, ein 2,5-Stunden-Epos am Montagabend in der Sneak, wird immer sehr gern genommen, solche ewig langen Dinger. Ja, natürlich. Es ist immer super beliebt sowas, wenn man dann nicht weiß, was kommt und dann kurz vorher erfährt so, jawohl, 2 Stunden 15, glaube ich, nicht 2,5 Stunden. Muss ich gleich mal verbessern. Also 135 Minuten, 2 Stunden 15, also. Ja, The Woman King, wir schreiben das Jahr 1823, hey, und sind in Westafrika, im Königreich, oh Gott, wie hieß es? Dahomey weiß Bescheid natürlich. Daher kommt das mit den Homies. Ah, ich verstehe. Ja, der Homie. Also im Dahomey gibt es eine Gruppe von, also es gibt ein Königreich, fangen wir so rum an, es gibt verschiedene Königreiche dort. Der König Geso von Dahomey, das ist einmal falsch drin, Herr Say. Von Dahomey, wird gespielt von John Boyega, den kennen wir ja als Finn aus Star Wars und sowas. Und der hat eine spezielle Einsatzgruppe, nenne ich sie mal. Und zwar hat er einen Trupp an Frauen, die eine Einheit bilden und die härtesten und stärksten Kriegerinnen sind überhaupt. Also richtig wie so ein Amazonentrupp. Und die stehen unter dem Kommando von Naniska, die wird gespielt von Viola Davis. Die ist also die Obergenerälin und ja, die stellt sich halt die ganzen Probleme und regelt die Angelegenheiten für den König mehr oder weniger. Ist ein sehr, sehr hoch angesehen, haben im Palast einen eigenen Bereich, wo nur diese Frauen untergebracht sind und ziehen dort halt regelmäßig dann nicht in den Krieg, sondern zur Verteidigung aus. Und es kommt dann eines Tages soweit, dass es wirkt zuerst wie eine kleine Nebengeschichte, dass eine Tochter von einem dort ansässigen Bauer sollte verheiratet werden. Doch die Tochter ist sehr, sehr widerspenstig, hat da überhaupt gar keinen Bock drauf. wirft dann ihren zukünftigen Ehemann zu Boden, der natürlich dann sie und die Familie und alles. Also die ist irgendwie beleidigt. 16 und der ist 50 oder so, schätzungsweise. Nein, sie ist 19. Und sie will ihn nicht. Ne? Das kann man ja irgendwie nachvollziehen. Genau. Ja. Das ist Navi. Und der Vater weiß sich dann nicht mehr, was zu helfen und sagt dann, alles klar, kein Mann will dich, dann stecken wir dich jetzt halt zum Militär, dann kannst du da deinen Scheiß machen. Und bringt sie dann dahin eben zu dieser Agoji, heißt die Gruppe von Frauenkämpfern. Und dort darf sie dann das Trainingsprogramm mitmachen, um eine echte
Aguchi zu werden. Quasi es eine afrikanische dort, Amazone sozusagen. Ja, genau, eine afrikanische Amazone. Es spielt sehr, sehr viel Politisches dann auch noch mit rein, weil der König mit seinen 8 Frauen sehr traditionell wohl unterwegs ist und auch deswegen immer sagt, ja, oder es ist auch klar, es wird, wie der Titel sagt, einen weiblichen König, eine weibliche Königin auch noch geben, den Woman King wird es auf jeden Fall auch noch geben und natürlich spekulieren da manche seiner angetrauten Frauen schon auf den Posten. Währenddessen kommen dann auch noch die Invasoren aus Portugal, die Sklavenhändler und was weiß ich was. Und während hier Navi gespielt von, also Tuso Mbedu, Tuso Mbedu spielt die Navi, während die halt ihre Ausbildung dann noch macht oder da halt als Soldatin getrimmt wird und auch da nicht einfach ist und aber auch da ab und zu mal einen Streich spielt mit Schießpulver, hahaha. während die eine Ausbildung macht, sind eben diese Sklavenhändler auch da und damit kommt noch Malik mit und Malik, dem seine Mutter kommt auch aus Dahomey. Das ist einmal falsch drin, ey. Der Vater ist Engländer oder Portugiese, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Und wenn ich jetzt schon sowas sage, ich meine, Kate hat den Film nicht gesehen, aber wenn ich jetzt schon sage, oh, da kommt Malik vom alten Land und oh, wir haben eine junge Kriegerin, was passiert wohl? Love! Ja, genau das. Ja, aber darf sie ja natürlich, eigentlich darf sie ja keinen Mann haben, weil das ist. Die sollen alle Jungfrauen sein, die Amazonenkriegerinnen. Deswegen darf da nicht gebumst werden im Urwald da. Ja, und wie es halt so ist, der rivalisierende König oder der obere König, an den sie eigentlich immer Tribut zahlen müssen, damit sie ihre Ruhe haben, der will mehr. Der Kingpin von Afrika. Der Kingpin sozusagen. Ja. Die wollen ihre Ruhe haben oder ihr eigenes Ding halt machen. Und es entsteht ein großer Konflikt, in den alle Parteien verwickelt werden, der eben dann zum großen Endkampf auch führt. Das politische Thema, was du angesprochen hast, war ja noch, dass damals durch die Europäer, die dort angelegt haben, die haben natürlich Handel getrieben, die haben Waffen mitgebracht und irgendwelche anderen Sachen und haben dafür Sklaven bekommen, die sie dann wiederum nach Amerika geschafft haben. Und das hat natürlich dann diese afrikanischen Völker dann auch ausgedünnt mit Männern, weil die wurden alle da auf diese Überfahrt geschickt. Die haben natürlich aber nicht ihre eigenen Leute da verkauft, sondern jeweils immer andere Stämme überfallen und dann denen ihre Männer quasi versklavt und denen verkauft. Und das hat sich aber dann durch diese interne Kannibalisierung, irgendwann haben halt die Dahomey, der König, der Finn von Star Wars hier, der hat halt dann irgendwann gesagt, nee, wir können das nicht mehr machen hier. Das sind unsere Leute, egal ob die jetzt unserem Stamm angehören oder nicht. Und dann gibt es nämlich auch noch so eine groß geplante Befreiungsaktion von Sklaven in diesem Hafen, der dort in der Nähe ist. Und Ja, genau, aber das führt ja schon zum Endkampf dann. Genau. Das ist ja quasi der Endfight. Da ist ja dann noch der Endgegner, der Kingpin. Genau. Was man dazu vielleicht noch wissen sollte, ist, dass das afrikanische Königreich Dahomey tatsächlich existiert hat. Und zwar zwischen dem, ich habe es nachgelesen, ist ja klar, zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert. Und das besaß tatsächlich auch ein Frauenregiment. 1960 wurde der moderne Staat Dahomey gegründet, der sich zu großen Teilen mit dem alten Königreich deckte und 1975 in Benin umbenannt wurde. Das sagt einem vielleicht noch. Ich hatte auch mal irgendwie in der Terra-X-Folge kam das auch mal, da waren die dort vor Ort. Da ging es um das Thema Sklaverei, wo kam das alles her? Diese ganzen Häfen, die gibt es ja dann teilweise noch, die damals genutzt wurden. Und da kann man teilweise auch in die Katakomben dann irgendwelche Zeichnungen an der Wand noch finden von damals so. Und das war auch sehr interessant. Also wie gesagt, es hat einen historischen Hintergrund, aber ist natürlich nicht hier die genaue Nacherzählung. Oscar-Material, würde ich sagen. Oscar-Material, auf jeden Fall. Oscar-Material, ja, wegen der Länge auf jeden Fall. Länge, Biopic, starke Personen und auch
eben diese ganze Oscars-so-white-Diskussion, wer damit einfach auskebelt, weil da gab es einfach nur einen Weißen im ganzen Film gefühlt. Ja, mehr oder weniger, der wirklich was zu sagen hat. Nee, es gab schon ein paar Statisten noch, die weiß waren, aber das ist ja eher nicht so wichtig. Was halt schlimm, für mich wirklich schlimm war, ist, dass die Story überhaupt nichts Besonderes hatte. Die hatte keinen speziellen Kniff, die hatte keinen überraschenden Side-Effekt, sondern es war so unglaublich vorhersehbar und so unglaublich klar, was als nächstes passieren wird und wie das weitergehen wird, dass mich das tierisch gelangweilt hat irgendwann. Also ich der Film ist schon von den Bildern her groß aufgezogen, groß gemacht. Ich will jetzt nicht sagen endinteressant. Ich hätte mir tatsächlich vielleicht noch ein bisschen mehr Natur zwischendurch mal gewünscht, weil es dann doch schon so, ja, hier sind wir in der Wüste, hier sind wir am Strand, hier sind wir im Dschungel. Okay, cool. Also Regie hat geführt Gina Prince Bythewood. Der hat auch das Drehbuch mitgeschrieben. Und ja, es ist ein Film entstanden, wie gesagt, der 2 Stunden 15 geht und sehr geradlinig erzählt ist und sehr vorhersehbar ist, was ich einfach super schade fand, weil wenn da ein wenig mehr, ja, vielleicht Pep drin gewesen wäre, mehr Überraschendes oder sowas, dann wäre es, denke ich, interessant gewesen. So war für mich der Film nach knapp einer Stunde einfach abwarten, bis vor uns rum ist, weil du eh wusstest, was passiert. Ich weiß nicht, wie es dem Erik dabei ging. Ja, ich finde, der hatte, wie du schon richtig gesagt hast, der hat so eine Action-Kurve gehabt, wie eine Badewanne. Also es war richtig weit oben am Anfang. Wir sind reingeschmissen worden in so eine Schlachtszene, wo die einfach mal so ein Dorf überfallen haben, was vorher von dieser anderen Clique da überfallen wurde und quasi das Dorf wieder befreit haben. Und dann flacht es ab, dann geht es runter in die Badewanne, rupp, und dann bist du die ganze Zeit mit dem Mädchen und mit Training und da bist du die ganze Zeit bei dem im Lager und dann gegen Ende geht's wieder hoch. Wupp, ist wieder die Action-Kurve einfach mal voll oben. Ich hätte mir schon in der Mitte nochmal so ein paar Action-Highlights irgendwie gewünscht, irgendwie so ein paar Sachen. Oder wenigstens, ich meine, bei Rocky ist das ja auch so, der hat am Anfang so seinen Kampf und dann trainiert er, aber das Training oder die Trainingsmontagen sind halt unglaublich spannend auch gemacht und wie er es macht und alles. Aber hier waren so kuriose Sprünge drin, so dann, was du auch meintest hier mit diesem Haha, da wird mal Schwarzpulver irgendwo ran. Also dieses ganze, wie wird aus der jungen Frau diese Kämpferin, war für mich von den Trainingsmontagen ja nicht nachvollziehbar. Und für solche Trainingsmontagen gibt es einfach mal so viele gute Vorlagen in bekannten Filmen und wie man sowas drehen kann. Selbst im Fernsehen bei irgendwelchen Heldenreisen-Serien oder bei irgendwelchen Reality-Shows, wo gezeigt wird, wie irgendjemand besser wird und wie jemand was trainiert oder irgendwas. Das ist alles wesentlich besser gemacht. Und hier waren so komische Sprünge. Mit einmal war die älter und konnte ein bisschen mehr, aber wir haben gar nicht, warum jetzt? Und irgendwie fing die an und dann hieß es auf einmal, ja, jetzt übrigens bald ist die Prüfung. So, hä, was? Wir haben überhaupt nicht gesehen, was die jetzt. Und das waren so. Und dann dieses ganze politische Geplänkel und diese Love-Story, die war sehr, ich weiß auch nicht. Ja, genau. Aber, ja. Aber letzten Endes war es irgendwie nicht so, dass ich gesagt hätte, es war irgendwie ein schlechter Film. Es war ein ziemlich guter Film. Ich mochte den auch, ich mochte die Darsteller. Ich mochte, wie die das Thema angegangen sind. Und auch ein Großteil der Inszenierung, aber halt, ja, drehbuchmäßig hatte der schon so ein paar Schwächen und ja, auch inszenatorisch, was ich eben erwähnt hatte mit dieser Actionkurve da. Tja. Ja, genau, das ist der Punkt. Also es war schon so, ja, ist schon gut, aber wie gesagt, mich hat es nach einer Stunde dann echt gelangweilt und dann ich wusste, es geht nochmal so lang und ich wusste genau, was passieren wird. Also vielleicht hätte ich, wenn ich mich angestrengt hätte, sogar den einen oder anderen Dialog mitsprechen können, ohne den Film vorher zu sehen. Und das ist einfach, ja, super schade, weil viel, viel verschenktes Potenzial. Ja, ich wage trotzdem mal eine Prognose, also im Rennen für den besten Film, ja, könnte sein, je nachdem, was jetzt noch so kommt, aber da wird der vielleicht mit drin sein in der Auswahl, weil das mag, glaube ich, Hollywood, solche Sachen. Regie auf jeden Fall nicht, das glaube ich nicht. Dafür war es einfach nicht gut genug.
Darsteller, denke ich schon, Viola Davis, gut, John Boyega vielleicht nicht unbedingt, aber diese junge Kämpferin, Tusum Bedu, die auf jeden Fall werden eine Nominierung kriegen, also beste Hauptdarstellerin, beste Nebendarstellerin. Das ist meine Prognose für den Film. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir den jetzt nie gesehen haben, weil wenn das im Oscar-Rennen ist, dann wird er nochmal wieder auftauchen und ich denke mal schon, weil der hat beim Sundance auch ganz gut abgeräumt und das ist immer schon ein sicheres Zeichen auch für die Oscar-Nominierung. Deswegen, ich habe mich gefreut, als ich gesehen habe, dass der kommt, ja, aber als dann 2 Stunden 15 montags, nach einem harten Arbeitstag. Erik, vielleicht noch für die Hörerschaft, Erik hat davor noch gemeint, oh, hoffentlich kommt heute ein nicht so langer. Dann musste ich schon so ein bisschen in mich reingrinseln, weil so, ja, nee. Ja, Montag ist immer, wenn die Woche beginnt und dann stapelt sich auf der Arbeit alles und denkst du, okay, jetzt mal nicht ganz so lang. Naja, aber Woman King, also von mir 7 Punkte, glaube ich. Ja, von dir, was gibst du? Ich bin bei 6,5, weil wie gesagt, bildgewaltig und Ausstattung, sollte man vielleicht noch erwähnen. Ich glaube, Ausstattung, also das wirkte, als hätten die alles on location gefilmt, als wäre das alles da gewesen, als wären da wirklich, ich glaube, keinerlei irgendwie Effekte, außer da, wo die Schiffe dann anlegen an dem Hafen, weil ich glaube nicht, dass sie die alle in echt nachgebaut haben, aber ich glaube, der Rest, so das ganze Setting und so, ich glaube nicht, dass das viel aus dem Computer kam. Oder es sieht mittlerweile verdammt gut aus. Das muss man nicht mehr erkennen. Das ist gut gemacht, ja. Also wie gesagt, vieles gut gemacht. Die Story einfach zu dünn, zu geradlinig. Deswegen 6,5 von mir. Okay, was könnte uns denn morgen erwarten, Kate? Also der Tipp für morgen lautet, da habt ihr die Quittung. Und sind 2 Tipps eingegangen. Einmal Triangle of Sadness und Delia's Gone. Ja, ich glaube, beide hören wir jetzt gleich nochmal bei den Neustarts und bei den Charts. Kinocharts und Neustarts. Und die Charts mal reingucken, ob da jetzt schon was drin ist vom letzten. War jetzt aber ein sehr smoother Übergang, hey. Ja, der Gesang der Flusskrebs ist auf der 5 immer noch in Stuttgart. Auf Platz 4 ist 1000 Zeilen. Empfehlenswerter Film, by the way. Dann auf der 3 ist Smile, siehst du es auch. Also wenn ihr einen schönen Horrorfilm sehen wollt, geht da mal rein. Auf Platz 2 ist das Ticket ins Paradies. Und Platz 1 immer noch die Schule der magischen Tiere, Teil 2. Aha. So, und jetzt bei den Neustarts, ich glaube, da werden wir jetzt einiges wiederhören von den Tipps. Auf Wiederhören. Das weiß man noch nicht. One-Piece-Film Red läuft an. 14. Film aus dem One-Piece-Franchise, der neben der Manga-Reihe auch eine Anime-Serie umfasst. Ich glaube, da gibt es viele Fans, die dann reingehen. Ja. Halloween Ends, es gab ja so eine Art neue Trilogie und das ist quasi der dritte Teil davon und ich werde auf jeden Fall gucken, nicht im Kino, es sei denn, er erwischt mich in der Sneak. Könnte natürlich auch passen mit hab das verdient hier. Hab das verdient. Oder was war der Tipp? Irgendwas war doch so in die Richtung. Hier kommt die Quittung. Da habt ihr die Quittung. Hab das verdient. Sehr süß. Ja, ich sag mal so, ihr habt ja, glaube ich, von dieser neuen Trilogie noch nichts gesehen. Die ist schon nicht so gut. Und da wünscht man es manchen doch, dass Michael Myers da mal ein Ende macht oder so. Das sind manche echt sehr nervig. Ich fände es einfach mal erfrischend, wenn Michael Myers am Ende gewinnt. Und dann ist nämlich echt vorbei, weil dann gibt es die Hauptdarsteller nicht mehr. Die Legacy-Charaktere sind dann auch alle tot. Lass doch einfach den Bösen gewinnen, dann hat das endlich ein Ende. Hat denn Michael Myers nie gewonnen? Er ist doch nie weg gewesen. Vielleicht ist Michael Myers gar nicht der Böse. Doch, also bei denen hier schon, da sieht man ihn. Doch. Wie er ganz schön da loslegt und so. Naja, er entkommt, aber er gewinnt ja nie. Ja, es gibt ja immer das Final Girl. Und das kann man doch einfach mal ändern. Naja. So, nein? Ich fände das erfrischend. Das Team für Michael Myers finde ich gut. Triangle of Sadness läuft auch an. Bitterböse Satire über ein Modelpaar, das auf einer Luxuskreuzfahrt ihr blaues Wunder erlebt, als der Dampfer nach einem Piratenüberfall untergeht. Oh je, der arme Neckar-Kapitän hier. Meine Chaosfee und ich. Animationsfilm, in dem das Mädchen Maxi und die verirrte Zahnfee Violetta gemeinsam ein großes Abenteuer erleben und die Kraft der Freundschaft entdecken. Oh.
Der Passfälscher läuft an. Biopic über einen jüdischen Passfälscher, der sich 1942 mitten in Berlin versteckt hält. Dargestellt von Louis Hoffmann. Ja, hatte ich ja letzte Woche getippt. Dann Nachbarn. Anfang der 80er Jahre, Sero ist das Kind kurdischer Eltern, geht in einem kleinen Dorf nahe der syrisch-türkischen Grenze in eine arabische Schule. Der zunehmende Nationalismus wirkt sich immer stärker auf Sero aus, der inmitten des wachsenden Wahnsinns aber auch immer wieder eine ganz normale Kindheitsmomente erlebt. Ah ja. Dann haben wir, das ist eine Doku, Untitled Warner Brothers Event Film, das kommt nicht. Super. Ich glaube, Delia Scorn ist noch. Tartuffe, Molière, ich glaube, das ist ein Theaterstück. Nee, das läuft nicht an. Ich bin hier bei Filmstarts. Ich bin bei Kino.de. Nicht verrecken ist auch eine. Delia Scorn hätte ich noch. Ja, das ist ja der ist Tipp. Auch genau. Delia Scorn. Was geht's da? Muss ich auch mal kurz. Ich hätte es offen. Also, nachdem Delia ermordet wurde, wird anschließend ihr geistig behinderter Bruder Louis für das Verbrechen verantwortlich gemacht und zu 5 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Kurz nach seiner Entlassung bekommt Louis Besuch von einem der Männer, die Delia als letztes lebend gesehen haben. Er meint, dass hinter dem Tod seiner Schwester mehr steckt, als es den Anschein hat. Diese Aussage nimmt Louis zum Anlass, um sich auf seine ganz eigene Mission zu begeben und herauszufinden, wer das Leben seiner Schwester wirklich auf dem Gewissen hat. Klingt nach so einer Revenge-Story, deswegen da habt ihr die Quittung. Klingt nach einem absoluten Feel-Good-Movie. So, und bei Hopper wissen wir nichts, oder? Nö. Also Hopper läuft noch an, wissen wir nichts. Völliger Sneak-Preview. Überraschungsfilm. Ja. Okay, dann auf zum Heimkino. Heimkino. Mir wurde ja ein Film empfohlen. Jetzt muss ich mal ein bisschen nach unten scrollen. Wer war das hier? Der Frank Stohl, zusammengeschrieben. @Frank Stohl auf Twitter hat gesagt, Filmtipp, Intergalactic von Netflix. Und da habe ich noch, haben wir beim letzten Mal, als wir den Tipp vorgelesen haben, den Hinweis, habe ich noch gesagt, Intergalactic und so, was ist das? Ist das eine Serie oder so? Weil bei manchen Sachen stand das irgendwie als Serie drin und bei manchen stand es als Film drin, als Special drin. Und ich habe es jetzt mittlerweile angeschaut. Das ist ein Animations Special-Film, der von Kid Cudi produziert und gemacht ist, der dahinter steckt. Und das lehnt sich ein bisschen an Kid Cudis Album an, mit gleichem Namen, das ich nicht kannte, also ist nicht ganz so meins. Und es ist vom Zeichenstil her ähnlich wie dieser Spider-Man, Spider-Verse, A New Universe. Ihr wisst, was ich meine, ne? So von der Art her ist das gezeichnet. Ja. Und das finde ich extrem toll. Und das ist wirklich, der hat mich gleich am Anfang reingesaugt. Als ich das oben, habe ich auch schön auf dem großen Fernseher geschaut, ne? Hier in Ultra HD und was nicht alles. Das sieht genial aus. Und in diesem Special geht es eigentlich darum, dass die Hauptfigur, der heißt Mescudi, das ist eigentlich quasi Kid Cudi als gezeichneter Charakter, der ist ein Graffiti-Künstler in New York, der immer so Street-Art gemacht hat, würde ich es nennen. Und der hat in dieser Street-Art hat er so eine bestimmte Figur entwickelt, der ja so ein bisschen raw ist, so ein bisschen, wie soll man es beschreiben, also ein bisschen krass drauf ist, vielleicht auch so ein bisschen so ähnlich wie Deadpool vielleicht, so ein bisschen so eine Art fiesen, abgefahrenen Humor hat. Und er bekommt dann einen Deal bei einem großen Comic-Verlag, Cosmic Comics, und soll dort quasi seine Kunst dort machen, aber als er dort auch anfängt, den ersten Tag, wird schon relativ schnell deutlich, dass die eigentlich dieses heftige, diese krasse Erwachsenen-Humor eigentlich dort gar nicht so richtig haben wollen, sondern er soll den eigentlich ein bisschen verwässern und ja, wie nennen die das so schön, er soll weiß werden, er soll weich werden und ja, aber das ist ja nicht ganz so sein Ding, aber natürlich, weil sich das rumgesprochen hat, dass er jetzt einen Deal hat bei einem großen Comic-Verlag. Es sind so leichte Anlehnungen an Marvel. Da werden auch so einige Spitzen fallen gelassen. Unter anderem eben auch Deadpool, dass es eben seitdem Deadpool dort gelandet ist, eben extrem verwässert wurde und ja, solche Geschichten. Und
auch weil bekannt geworden ist, dass er dort gelandet ist, nun bei diesem Big Player, trifft er plötzlich irgendwie zufällig mal seine Ex-Freundin wieder, in Anführungszeichen zufällig, die plötzlich wieder was von ihm will, und er ist auch umgezogen nach New York, hat er so ein geiles, so eine geile Wohnung, so eine geile Bude, und ja, plötzlich interessieren sich wieder Ex-Freundinnen für ihn, und er trifft zufällig mal auch so seine Nachbarin, also am Anfang sieht man, dass sie sich nicht so richtig begegnen in diesem Haus, sondern man sieht, so, wie sie ihr Leben so ein bisschen parallel vor sich herleben. Aber dann gibt es mal so den Moment, wo er sie dann wirklich mal trifft, und sie ist Fotografin und sie lernen sich dann kennen. Also alles ganz, ganz toll gemacht. Und ich will mal nicht zu viel verraten, was dann noch so passiert. Er muss sich dann auf jeden Fall so ein bisschen auch entscheiden, in welche Richtung er geht als Künstler, ob er das machen will. Und auch so mit der Liebe, ob er das weiter verfolgen will, weil er wollte eigentlich erstmal überhaupt keine feste Freundin haben da in New York, jetzt wenn er da diesen großen Deal hat. Und dieses ganze Struggling ist auch untermalt von extrem viel Hip-Hop, richtig viel geilen Scheiß. Natürlich auch viel Kid Cudi, der ja sein Album, die Story in seinem Album hier auch so ein bisschen in Bildern umgesetzt hat. Und ich finde ihn sehr, sehr toll gemacht. Und ich bedanke mich für den Tipp an Frank. Ja, gern weiter solche Tipps. Und ich würde ihn euch auch mal empfehlen. Ihr seid ja da viel mehr noch in diesem ganzen Comic und animiert und sowas Game drin. Und euch hat ja auch diesen Spider-Man in New Universe gefallen. Und da sind auch wirklich tolle Szenen drin, wenn dann so seine Street-Art so zum Leben erwacht oder wenn er dann so Traumsequenzen hat, die dann einfach so cool gezeichnet sind. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Enter Galactic. Achso, ich muss noch Punkte hier eintragen. Ich gebe auf jeden Fall 8,5 von 10. Hat mir wirklich gut gefallen. Ja, ist natürlich jetzt kein Superhelden-Ding, jetzt Spider-Verse, sondern einfach eine reale Geschichte oder eine annähernd reale Geschichte, die da mit sehr viel Fantasie, geiler Musik und guter animierter Technik erzählt wird. Deswegen möchte ich das euch auch ans Herz legen. Vielleicht guckt ihr mal rein. Gibt's auf Netflix, ne? Alright. Okay. Kate sagt gar nichts. So, völlig, völlig platt. Ja, ich weiß nicht. Ja. Mal gucken. Guck mal die ersten paar Minuten an, wenn dir das so gefällt, was du da siehst. Ja. Da kann man schon, sehr viel sehen, in welche Richtung das geht. Ja, du stehst ja eher so auf den härteren Stoff, sehe ich hier. Deswegen blenden wir mal rüber zu den Serien und hören mal was über Dahmer. Serien. Hat er nicht irgendwie so in die Köpfe irgendwie reingebohrt und dann irgendwie mit einer ätzenden Säure irgendwie das und dann die Gehirne rausgeholt oder sowas? Irgendwas war doch da, der Typ war doch voll pervers. Ja, der war nicht nur pervers, der war einfach nur krank. Ja. Also, wie ihr alle wisst, ich interessiere mich für so True Crime und guckt mir dann auch gerne so Dokus an, wie jetzt zum Beispiel auch hier mit The Staircase und so. Bei Dahmer muss ich ehrlich sagen, ist das ein richtig hartes Brett, weil Jeffrey Dahmer wirklich einer der übelsten Serienkiller der USA war. Also neben Manson wird der eigentlich auch immer mitgenannt und so. Und in dieser Serie geht es eben um Jeffrey Dahmer, um seine Entwicklung, wie er zu dem wurde, was er wurde. Und die Serie ist sehr umstritten. Also es gibt viele, die behaupten, die Serie würde das glorifizieren oder verherrlichen oder verharmlosen. Sehe ich ganz anders, im Gegenteil. Ich finde, der wird in keinster guten Weise gezeichnet, der Charakter. Und warum ich mir die Serie hauptsächlich angeguckt habe, ist einfach wegen dem Hauptdarsteller. Ich mag einfach Evan Peters sehr. Der hat einfach so ein Charisma und so eine Ausstrahlung. Der hat ja schon den ein oder anderen Irren gespielt, wie zum Beispiel bei American Horror Story und so. Aber auch coole Charaktere wie bei X-Men. Und ich mag ihn einfach als Schauspieler. Und ich glaube, dass der noch einen ganz, ganz großen Weg vor sich hat und noch weitergehen wird. Und ich wollte einfach sehen, wie er diesen Jeffrey Dahmer darstellt. Und also es ist keine Serie, die man mal in einem Rutsch weggucken kann. Vor allem nicht, wenn man ein bisschen zarte Gemüter hat. Weil, wie Erik schon gesagt hat, es wird halt
sehr viel gezeigt und es wird halt auch sehr viel besprochen. Also er war ja sehr kooperativ, nachdem man ihn verhaftet hatte und hat alles genau erzählt und hat dann auch so Sachen gesagt wie, tätowierte Menschen schmecken nicht. Bedeutet, er hat also auch Menschenfleisch gegessen. Und er hat, wie gesagt, verstümmelt und ja. Und dazu muss man sagen, er war als, also es ist kein, also wenn man solche Serientäter hat, dann hat man, da sieht man ja immer irgendwie, ja, der metzelt da irgendwelche Frauen dahin. Das war, er war halt ein bisschen anders, weil er war halt homosexuell und hat halt nur Männer getötet und vor allem schwarze Männer. Schwarze junge Männer. Und das Ganze war ja so Ende der 70er, Anfang der 80er ist das Ganze ja passiert und da war das ja noch nicht ganz so gut gesehen mit den Schwulen und so. Und ach so, ich dachte, war noch nicht ganz so gut gesehen mit dem Umbringen und Aufessen. Einfacher herzustellen. Wie bitte? Ich dachte, da war das noch nicht ganz so gut gesehen mit dem Umbringen und Aufessen. Ja, das auch, ja, ja. Nee, und er hat, also man hat auch wirklich gemerkt, er hatte einfach eine Störung. Weil zum Beispiel, er hat eine Zeit lang bei seiner Großmutter dann gewohnt und hat dort im Keller angeblich Präparation von Tieren gemacht und Experimente gemacht. Also er hat gesagt, Tierpräparation wäre so sein Hobby. Und seine Großmutter hat dann immer irgendwann gesagt, es stinkt so aus dem Keller, ob er da mal gucken kann. Und er hat dann immer irgendeine Ausrede erfunden und gemeint, ja, das ist, er glaubt, dass das ein totes Tier unter der Veranda ist, da kommt er aber nicht ran. Sie soll noch 5 Tage warten, dann ist der Geruch weg, dann hat sie es ganz aufgelöst und keine Ahnung. Und bei ihm war halt das Problem, dass er das nicht als Gestank empfunden hat. Also er hat sich ja da mit Absicht reinbegeben und er fand diese Gerüche und dieses, wenn er jemand aufgeschnitten hat und das warme Fleisch noch und das Blut an den Händen, fand er das halt erregend. Und das ist halt das Kranke an diesem Wichser. Entschuldigung. Ja. und die Serie beschönigt gar nichts und glorifiziert auch niemanden, um das mal darzustellen. Brauchen wir diese Erzählung in dieser, mit diesem fiktiven, also mit diesem Aufzeigen, was ist da wirklich passiert? Brauchen wir das? Glaube ich nicht. Wollen wir es sehen? Ja, genug Leute wollen das sehen. Parallel dazu gibt es jetzt auch wieder eine Doku auf Netflix, die sich auch mit Dahmer beschäftigt, mit dem wahren Fall beschäftigt. Die habe ich noch nicht angeguckt, aber da werde ich auch reingucken. Und ich kann jetzt keine klare Empfehlung für diese Serie aussprechen, aber ich wollte sie halt mal ansprechen, weil sie halt sehr präsent aktuell ist. Und sie ist tatsächlich, also wenn man mal davon absieht, dass es alles eine wahre Geschichte ist und dass es diesen Psycho tatsächlich gab und so, ist das eine sehr gut gemachte Serie und eine extrem gut geschauspielerte Serie. Also das ist gut, das ist das Schlimme daran, ja. Mit dem Hintergrund, dass es halt echt ist, ist es halt wieder kritisch zu beäugen und wie gesagt, nicht im Ganzen gucken, weil danach ist dir einfach nur übel. Und also ich konnte das nicht im Ganzen gucken, ich habe das über eine ganze Woche hinweg immer mal wieder geguckt, weil es schon sehr verstörend ist. Aber auch sowas finde ich halt gut. Das ist das Schlimme. Ich kann halt auch nicht gucken. Ich bin halt einfach so ein Opfer. Ich bin wie so beim Autounfall. Ich muss halt hingucken. Ja. Also ich stehe jetzt nicht daneben und gaff, aber es ist halt so typisch. Weil ich mich halt auch für die Thematik interessiere und gerne diese Vergleiche ziehe. Wie gut ist es denn dargestellt zum Original, zu der Originalgeschichte, wie bei The Staircase zum Beispiel, wo ich es ja auch parallel geguckt habe. Und da ist die Serie halt wirklich gut gemacht. Ja. Okay. Ich werde trotzdem nicht reingucken. Das ist mir das ist okay. Zu sick. Zu viel zu sick. Wo ich aber reingucke. Nee, aber allein von seiner schauspielerischen Leistung ist es wirklich unglaublich gut. Ja. Glaube ich dir. Ich gucke trotzdem nicht rein. Das ja, ist mir einfach okay. Zu krank da. Das ist, muss ich nicht sehen. Wo ich aber reingeguckt habe, ich habe ja vorhin erwähnt, ich gucke jetzt auch Empfehlungen, wenn mir jemand Filme fehlt. Der Chris hat mir ja diesen Greatest Beer Run empfohlen, habe ich ganz vergessen. Habe ich geguckt, ist echt sehr empfehlenswert, wollte ich nur noch kurz erwähnen. Ist cool, ne? Ja, habe ich gar nicht hier als Thema reingenommen. Ist mir bloß gerade noch eingefallen. Okay, so, Games, ja, es gibt mal wieder die Games-Rubrik.
Games. Ich habe jetzt ein Steam Deck. Und wer das nicht kennt, man hat ja als PC-Gamer, ist ja immer schwierig, seinen PC jetzt mit rumzutragen, es sei denn, man hat einen Laptop, wenn man da mal ein bisschen spielen möchte. Aber da muss man dann schon relativ weit oben ins Regal greifen, dass man da einen gescheiten Laptop hat, einen Gaming-Laptop, um da unterwegs spielen zu können. Und gerade die Nintendo Switch hat es ja so ein bisschen vorgemacht als Handheld-Gaming, wie sowas aussehen kann. Und da hat sich dann Valve und Steam gedacht, hey, machen wir doch was Ähnliches. Und herausgekommen ist das Steam Deck, also quasi in der Mitte ein Bildschirm, links und rechts die Bedieneinheit, die aber im Gegensatz zur Switch eben nicht nur ein Steuerkreuz hat, zwei Controller und eben diese typischen A, B, X, Y-Tasten und Schultertasten und so weiter, sondern zusätzlich noch zwei Pads, die als so eine Art Maus funktionieren. Das heißt, man kann da drüber fahren, so ein Touchpad, und dann bewegt sich der Mauszeiger, weil natürlich auch auf Steam jetzt manche Spiele sind. Wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel bei Konsolenspielen ist ja häufig so, dass die nicht für eine Maus gemacht sind eigentlich, ne? Weil die eigentlich, im Normalfall hat man ja nur einen Controller, aber bei Streams sind ja auch viele Spiele, ich nenne nur mal zum Beispiel Civilization, wo man doch ab und zu mal eine Maus braucht oder so, um irgendwo hinzuzeigen. Und das ist ganz hilfreich. Und der Clou an dem Ganzen ist, wenn man sich einloggt, hat man seine ganze Steam-Bibliothek dann da drauf. Und es gibt für dieses Steam Deck optimierte Spiele natürlich, weil nicht alles so hundertprozentig gut funktioniert auf diesem Handheld, gerade von der Bedienung her. Und die Steam Deck optimierten Spiele sind schon ziemlich viele, aber man kann eigentlich auch alles spielen. Man muss dann halt bloß gucken, wie man dann mit der Steuerung das jeweils macht. Also ich habe auch Fallout 76 getestet, das geht auch, obwohl das eigentlich nicht bei den Optimierten drin war. Und es gibt da drei Versionen von dem Steam Deck. Eine 64 GB, eine 256 und eine 512 GB. Und das ist ähnlich wie bei Apple. Also man bezahlt da wirklich für den Speicherplatz jede Menge. Man kann aber auch zusätzlich noch eine Micro-SD-Karte reintun, das geht auch. Ich habe das mittlere, das 256er, und es war jetzt so gewesen, man musste eine kleine Anzahlung machen, irgendwie 10 Euro, und dann durfte man es reservieren. Und wenn man dann dran war, wenn dann Steam einen irgendwie völlig random irgendwie Monate, Jahre später geschrieben hat, so, du kannst es jetzt haben, dann konnte man nur entscheiden, nehme ich es jetzt oder nehme ich es nicht. Und wenn man es nicht genommen hat, waren die 10 Euro halt weg. Aber es hieß damals, als ich es reserviert habe, ja, das kommt irgendwie Ende 23. Dachte ich, okay, komm, ich reserviere mir das mal. Und guck mal, ob ich das dann irgendwann bekomme, weil ich da Gutes davon gehört hatte. Und es kam plötzlich, vor zwei Wochen oder so, kam plötzlich nach, hey, du kannst jetzt haben. Da dachte ich, okay, das kommt jetzt ein bisschen ungelegen, aber okay. Ja, was soll's. Ja, und jetzt habe ich ein Steam Deck. Ich habe auch ein kleines YouTube-Unboxing-Video gemacht und die Einrichtung und ein bisschen durchs Menü gegangen. Und das ist echt geiles Teil. Also, kann ich nichts sagen. Das WLAN-Modul ist ein bisschen dünner. Irgendwie, also ich habe ja hier ein richtig gutes WLAN hier mit Fritzbox und hast du nicht gesehen, mit WPA 2 und Top-Geschwindigkeit irgendwie. Also auf meinem iPhone, da kann ich hier, weiß nicht, hunderte Gigabit pro Sekunde da runterziehen. Und bei dem Steam Deck ist echt ziemlich langsam, wenn man da Spiele installiert, das dauert schon. Also da, weil der hat auch nur WLAN, also da ist jetzt keine Ethernet-Buchse dran oder so. Es gibt so ein Dock, wo man dann auch eine Ethernet-Buchse dran hat, aber die habe ich noch nicht. Deswegen, ja. Aber macht schon Laune. Man kann es mitnehmen. Akku hält sehr, sehr ordentlich. Und was ja das Geile ist, das Ding hat ja ein relativ offenes Betriebssystem. Und man kann da auch andere Software installieren. Man kann zum Beispiel Software installieren, dass man auch Xbox Game Pass Sachen installieren kann oder den Epic Game Store. Den Xbox Game Pass habe ich jetzt probiert. Das funktioniert auch. Das macht echt Spaß. Und weil ich ja auch da meinen Game Pass habe, habe ich da jede Menge Spiele drauf und ist natürlich nicht offiziell dafür vorgesehen. Also wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann kann man sich nicht beschweren, aber bis jetzt hat alles gut funktioniert und macht schon Laune, das Teil. Es gibt trotzdem Leute, die sich da beschweren würden. Also. Ja. Aber das, was von Steam da kommt, und mal ehrlich, seit damals Half-Life, seitdem man sich da registrieren musste bei Steam, ich glaube, das war ja so die erste Gaming-Software-Plattform, wo man sich wirklich zwanghaft registrieren musste, und damals Half-Life, das haben ja alle gehabt irgendwie, oder war es zwei, Half-Life 2, ich weiß nicht, für eins musste man sich da registrieren, und seitdem haben ja die meisten Gamer haben ja Steam, und
haben da auch viel gekauft. Ich habe festgestellt, dass sogar einiges von meinem Pile of Shame für Steam Deck optimiert ist und das kann ich jetzt wirklich mal so schön nebenbei mal unterwegs irgendwo spielen, da freue ich mich drauf. Also, kleine Empfehlung für das Ding, also wer da ein bisschen Geld übrig hat und PC-Gamer ist und auch unterwegs spielen möchte. Ich habe da eine Frage dazu noch. Schieß los. Und zwar, glaubst du, dass das Steam Deck mit dafür verantwortlich ist, weil du einfach den PC-Spiele jetzt mitnehmen kannst, dass Google Stadia eingestellt wird? Ich glaube, das war schon ein bisschen was anderes. Also Google Stadia war ja eine Cloud-Gaming-Plattform. Kann ich auch mal selbstkritisch sagen, ich habe da eine falsche Prognose damals getroffen. Ich habe gesagt, okay, wenn das ordentlich performt, wenn das gut funktioniert, dann ist das einfach mal der Tod von allen Konsolen. Es zeigt sich jetzt nun, war nicht so. Hatte aber auch den Grund, dass es eben nicht gut performt hat. Das ist eben das. Und wenn du da einen Lag hast bei irgendwelchen Spielen und es funktioniert nicht, brauchst eine gute Anbindung und so. Ja, weil Google Stadia war einfach, dass du keinen Computer brauchst und einfach nur einen Controller hast und auf deinem großen Bildschirm das spielen kannst. So, und das Steam Deck ist schon ein bisschen was anderes. Also das ist eher vergleichbar mit einer Switch oder so. Plus, dass du halt da deine PC-Spiele mitnimmst einfach mal. Das ist ja das Geile. Alright. Okay. Und es gab, habe ich heute gerade, ich bin jetzt in der Steam-Bubble, Steam-Deck-Bubble, da kam heute eine Nachricht, dass schon jemand einen Screenshot entdeckt hat, dass es wohl demnächst einen Nintendo Switch-Emulator da drauf geben wird. Ist natürlich alles höchst illegal, also, und wenn man sich da Spiele aus dem Internet lädt, darf man natürlich nicht. Selbst wenn man sie besitzt, darf man die nicht machen. Also ich warne da im höchsten Maße davor. Dann kann man da auch Switch-Spiele dann drauf spielen. Aber da wird Nintendo schon ganz schön hinterher sein, damit das nicht sich verbreitet. Ja, aber das wird geil. Und auch gerade so die Emulatoren, dass du dann irgendwelche alten Sachen spielen kannst und so, Amiga und so, das macht schon Spaß bei dem Steam Deck. Ich habe da noch gar nicht alles so richtig entdeckt, was da geht. Aber ich bleibe dran. Falls es jemand interessiert, gerne PM oder so, dann kann ich mehr berichten. Alright, dann sind wir schon durch bei den heutigen Themen und gucken mal, was wir auf die Playliste packen. Wo ist der? Hier ist er. Nee, das war das Falsche. Achtung. Einmal für Play. Nee, auch nicht. Music, da ist es. Da war es. Einfach mal alle raus. Man hat's mit rausgehört, das war mit dabei, Music. Also, wir haben eine Spotify-Playlist. Steht eigentlich nur noch Can You Hear Me Now? Das habe ich, glaube ich, nicht mehr drauf. Wir haben eine Spotify-Playlist, die heißt Kinocast Songs. Da könnt ihr gerne abonnieren und kriegt da eine bunte Auswahl. Ich packe drauf, weil das auch lief in einer sehr markanten Szene bei Intergalactic, läuft Drew Hill in My Bed, wenn ich mich recht erinnere. Und das packe ich einfach mal drauf. Ansonsten, falls es da nicht lief, falls ich es falsch in Erinnerung hatte, dann ist es auf jeden Fall ein geiler Song. Kate, was machst du drauf? Ich pack drauf von American Hi-Fi The Geeks Get the Girls. So, genau, das ist doch mal eine Aussage. Und ich packe drauf von Kalle Kuschinski und Electric Callboy, Kastrop Spandau. Okay, hat der Kalle wieder einen Song gemacht nach seinem Busfahrer? Nein, das ist tatsächlich noch ein bisschen älteres Ding, also ich glaube von letztem Jahr. Okay. Aber ist cool. Weil der hat ja auch diesen Busfahrer-Song, ne, wo er das immer diesen Busfahrer das Spiel gemacht hat, hat er auch irgend so einen Song gehabt, den er da immer performt hat. So, ist schon drauf jetzt auf der Playliste. Und ja, dann sind wir ja durch für heute. Dann vielen Dank an alle fürs Zuhören, alle Sponsoren, die uns auf diversen Plattformen unterstützen. Patreon, Flatter und was nicht alles gibt. Dann vielen Dank dafür. Auch Phonik, die uns da was spenden. Genau. Falls jemand von euch geschätzten Hörern, ich denke, es gibt vielleicht Überschneidungen von Hörern von dem Podcast vom Reini. Falls da jemand ist in Stuttgart bei Methodisch Inkorrekt, ich bin auch da, kann man Hallo sagen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche dann wieder. Dann lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Macht's gut. Tschüss. Der Kinocast.